Wir blicken mal wieder in die zweite und dritte Börsenreihe, jetzt in Schröders Nebenwerte-Watchlist von und mit Michael Schröder. Hallo. Grüß dich. TeamViewer, wir sind schon hinter uns. Endlich mal wieder. Ja, da haben wir nicht drauf geguckt. Es gibt morgen dann Zahlen, 2. Februar, je nachdem morgen, wenn man die Sendung guckt. Aber 2. Richtig. Februar werden die Zahlen veröffentlicht. Die Eckdaten gab es ja schon, aber Ausblick könnte spannend werden. Ja, es ist in jedem Fall ein spannender Termin. Wir haben das ja hier schon das ein oder andere Mal thematisiert mit den 70% Verlust und dem Vertrauensverlust. Und jeder Termin, jede Möglichkeit, mit Zahlen und Worten das verloren gegangene Vertrauen wieder zurückzugewinnen bei den Investoren, ist möglicherweise eben auch ein Impulsgeber für die Aktie. Du hast gesagt, im Terminkalender des Unternehmens steht der 2. Februar Kapitalanlage und Investitionsplanung. Also es geht dann vornehmlich auch um mögliche Aktienrückkäufe oder eine Dividendenausschüttung. Auch da wird der Vorstand dann was Genaueres zu sagen, was man mit dem vorhandenen Geld machen möchte. Aber dazu gibt es wahrscheinlich eben auch wieder Aussagen zur aktuellen operativen Entwicklung, ob es im Enterprise-Geschäft mit den Firmenkunden wieder weitere Zuwächse gibt. Aber klar, die Taktung ist jetzt relativ kurz, viel getan haben, kann sich da jetzt in den letzten Wochen nach dem letzten Statement auch nicht. Aber wie gesagt, es geht hier vornehmlich erstmal um das Vertrauen und man sieht hier so langsam, gut, man erkennt es nicht ganz so deutlich, aber so langsam kann sich die Aktie von den Tiefständen hier über den Jahreswechsel lösen. Und das Gute ist eben, dass hier auch sehr, sehr schnell mal ein bisschen Schwung reinkommen kann, wenn sich zeigt, dass sich die operative Entwicklung tatsächlich jetzt im laufenden Jahr in die richtige Richtung tendiert. Also dass man jetzt hier die Margen weiter steigen kann. Cashflow wird generiert. Also spannender, interessanter Termin. Charttechnisch, wenn wir über die 15-Euro-Marke gehen, haben wir hier auch ein frisches Kaufsignal. Hier nochmal der 3-Jahres-Chart, um das ganze Ausmaß des letzten Jahres nochmal kurz zu verdeutlichen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier die Chance auf eine Trendwende und die wird halt mit jedem positiven Feedback von Seiten des Unternehmens, sofern es möglich ist, weiter befeuert, da ja die morgige Veranstaltung, der morgige Termin, und es gibt auch jetzt in der nächsten Zeit 1-2 Roadshows des Vorstands, also viel Potenzial für neue positive Impulse, die hier langfristig agierende Investoren animieren können, auf dem Niveau nochmal zuzugreifen. Also wird morgen dann spannend. Gerne auf der aktionär.de verfolgen. Die Kollegen, du und die Kollegen werden darüber berichten. Während wir jetzt unter anderem jetzt noch auf Siltronic blicken. Die Übernahme durch den taiwanesischen Konzern Global Wafers ist gescheitert. Zumindest ist der 31. Januar, ja, das war der Stichtag, abgelaufen. Die Frist ist abgelaufen. Was fehlte, war die Zustimmung der Bundesregierung. Die ist nicht gekommen, was auch jetzt nicht unbedingt heißt, dass es offiziell ein anderes Statement gab. Also man hat einfach die Frist verstreichen lassen. Damit ist das Übernahmeangebot für 145 Euro von Global Wafers, taiwanesischer Großkonzern, wollte den Waferhersteller vor gut einem Jahr, vielleicht gehen wir hier schon mal direkt auf den 3-Jahres-Chart übernehmen, ist jetzt durch das Ganze, ja, ich will das jetzt gar nicht kommentieren, wie das Ganze sich jetzt in den letzten Wochen entwickelt hat. Fakt ist, und darauf kommt es jetzt an, das Unternehmen, wir haben es jetzt bei uns mal genannt, ist wieder zurück am Markt. Also legt weiterhin natürlich Zahlen vor, wird aber jetzt von Analysten bewertet, geht jetzt wieder in die normale Berichterstattung. Und das finde ich relativ spannend, denn das Unternehmen ist operativ sehr gut unterwegs. Wir wissen, die Branche boomt, die Nachfrage ist hoch, auch im laufenden Jahr. Neue Wachstumsrekorde, 1,5 Milliarden Umsatz werden angestrebt, könnten 10 Euro je Aktie, über 10 Euro je Aktie, Gewinn je Aktie in den Büchern stehen. Soll heißen, was will ich sagen, die Aktie ist monstergünstig bewertet. KGV im einstelligen Bereich fürs laufende Jahr in der Branche richtig, richtig klasse. Daher könnte sich jetzt dieser Kursrutsch, den wir gesehen haben, nach dem Scheitern der Übernahme eben von 145 aus dem Bereich des Übernahmeangebots runter, ging es im Tief letzte Woche, als sich das abgezeichnet hat, vor dem Wochenende bei 110. Wir sehen jetzt hier schon eine kleine Erholung. Damit muss man natürlich aufpassen, kurzfristig vielleicht hier die Kuh noch nicht vom Eis. Global Wafers hat 16% der Siltronic-Anteile, wird diese mit Sicherheit aus meiner Sicht nicht behalten. Dann gibt es immer ein paar Institutionelle, die rund um so eine Übernahme auch Position beziehen, möglicherweise um ein höheres Angebot oder auf Ähnliches zu spekulieren. Dieser Überhang könnte die Aktie nochmal runterdrücken, aber jetzt kommt direkt wieder das Aber. Ich habe ja gesagt, extrem günstig bewertet, daher möglicherweise hier auch direkt
jetzt, dass wir das tief gesehen haben und dass wir jetzt direkt in die faire Bewertungsrelation vorstoßen. Das Unternehmen wird demnächst frische Zahlen für 2021 und eben den Ausblick für 2022 zeigen. Erste Analysten haben ihre Kursziele schon angepasst. 145 bis 160 Euro sind da genannte Zielzonen. Also aus meiner Sicht dieser Kursrücksetzer einfach Mund abputzen und die Chance nutzen. Wir haben im Realdepot einen ersten Fuß in die Tür gestellt. Also Kursziel, erstes Kursziel 130 Euro und dann wieder hier dieses alte Übernahmeniveau und dann wollen wir mal sehen, wie sich die operative Entwicklung weiter zeigt. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir hier im Laufe des Jahres dann wieder deutlich höhere Kurse sehen können, sprich eine faire Bewertung der Aktie erleben. Gut, wir werden es verfolgen und unterdessen auf SLM Solutions blicken. Jefferies hat die in die Bewertung jetzt aufgenommen. Ja. Bei und Kursziel 22 Euro. Würdest du dich ungefähr anschließen? Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt die letzten, weiß ich nicht, x Monate schon gesagt, dass das Potenzial da ist. Ich finde es schön, dass Jefferies jetzt auch daherkommt, die neue Maschine für den 3D-Metalldruck, den die Lübecker hier im Programm haben, auch von Jefferies als potenzieller Gamechanger bezeichnet. Das Kursziel 22 hier oben, weil man eben in den nächsten Jahren dann auch schon profitabel werden will und die hohe Nachfrage nach dieser Maschine, also das ist jetzt kein kleines Tischgerät, was man sich ins Wohnzimmer oder ins Büro stellen kann, riesengroße Anlagen, Millionen schwer und die Großkonzerne werden auch im Rahmen der, wir haben es schon mal besprochen, der Anpassung der Lieferketten, der Problematiken möglicherweise eben hier auch vermehrt auf den Einsatz von 3D-Metalldruckern zurückgreifen, vor allem in der Luftfahrtbranche. Hier gab es schon erste größere Aufträge. Aus meiner Sicht hat das Unternehmen richtig kräftig Potenzial. Das Problem ist, wie gesagt, einmal haben wir es jetzt hier schon über einen längeren Zeitraum gesagt, die Aktie ist immer wieder zurückgefallen, jetzt zuletzt sogar recht deutlich im Rahmen der Schwäche der Technologieaktien. Aber ich bleibe dabei, auch wenn ich mir den Mund fusselig rede, das Chance-Risikopotenzial auf diesem Niveau ist attraktiv und die Aktie sollte aus meiner Sicht dann jetzt auch im laufenden Jahr aus diesem langen Seitwärtstrend in einen Aufwärtstrend übergehen. Und ich sehe es halt etwas optimistischer als der ein oder andere Kollege im Haus, der sich jetzt vielleicht auch mit schmerzverzerrtem Gesicht aus dieser Position verabschiedet hat. Ich halte hier an der Position fest und sehe auf Jahressicht dann auch Kurse in dem Bereich, was Jefferies jetzt ausgesprochen hat. Bei entsprechendem Newsflow könnt ihr jetzt hier noch ein paar Punkte anführen. Die Insiderkäufe von Seiten des Vorstands und Aufsichtsrats noch auf einem verhältnismäßig geringem Niveau oder vergleichsweise geringem Niveau. Aber alles Indikatoren, dass es operativ gut läuft, da kann man fest von ausgehen. Und jetzt heißt es wieder, bei entsprechenden positiven Newsflow, Aufträge, Zahlen, sollte sich die Aktie jetzt endlich mal nachhaltig wieder über die 20 Euro bewegen. Wer deine Anspielung hier mit dem Kollegen mit dem schmerzverzerrten Gesicht nicht verstanden hat, einfach mal die gestrige Folge des Hotstock Reports gucken, dann wird man wissen, was dahinter steckt. Wir schauen auf Aumann als letzten Wert schon für heute, hast nur vier dabei. Wenn wir jetzt den Jahreschart. Mist. Ja, bis fünf kann ich noch zählen oder bis vier. Wir sehen den Jahreschart hier und es hat sich auf Jahressicht nicht viel getan. Das ist ein ganz kleines Minus. Auch jetzt. Bleibt so. Die Story ist schon mal erzählt worden, auch von mir. Auftragseingang hier. Aumann ist im Bereich E-Mobilität, Energiespeicher unterwegs. Spezialmaschinen zur Herstellung und komplette automatisierte Fertigungslinien werden hier hergestellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Knoten hier deutlich früher platzt, dass Aumann die PS, die sie haben, schneller auf die Straße kriegen. Hat jetzt wieder ein Jahr gedauert. Jetzt haben wir Zahlen, Ausblick für 22, weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, 50% Zuwachs beim Auftragseingang, über 236 Millionen in den Büchern, 200 Millionen Umsatz fürs laufende Jahr und ich glaube, die EBITDA-Marge wird im Bereich 4-5% gesehen. Haug und Aufhäuser, Lampe haben jetzt mal wieder das Kursziel erhöht. Die waren jetzt zuletzt runter auf 15 Euro, haben es jetzt mit diesem Ausblick auf 22 erhöht. Wir sehen, wir hatten das ganze Szenario im Frühjahr schon mal, dann ist die Aktie auch angesprungen, bis 19 Euro gelaufen. Wenn wir die Kirche im Dorf lassen, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten wieder in diese Richtung laufen, wäre das sehr, sehr gut und ich bleibe auch mittellangfristig zuversichtlich, dass das Unternehmen tatsächlich die PS auf die Straße bekommt, denn die Technologie ist gut, die Maschinen sind stark nachgefragt, aber irgendwo hat es jetzt in den letzten Monaten immer gehakt, was dann am Ende bei Umsatz und Gewinn
nicht herausgekommen ist, könnte sich jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich dann als nachhaltig erweisen. Und dann haben wir hier auch eine richtig schöne Basis für steigende Kurse. 50% Chance, 40% Chance jetzt in den nächsten Monaten mit einer interessanten, spannenden Aktie in einem absoluten Wachstumsmarkt. Also auch hier durchaus für die gewohnt spekulativ orientierten Anleger ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für einen Einstieg. Das war's schon wieder. Dankeschön, Michael, für heute, für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.